Meine Damen und Herren, neulich gab es ja hier bereits ein bisschen Wirtschaftsunterricht für unseren Wirtschaftsminister. Und heute begrüße ich euch zu einer Stunde Physik für die SPD. Denn die Partei der Arbeiterklasse hat einen denkwürdigen Beschluss zum Thema Arbeit gefasst, der Deutschland, wenn er so umgesetzt werden würde, mit einem unfassbar schnellen Tempo gegen die Wand krachen lassen würde. Legen wir los. Hallo und herzlich willkommen bei Aktien mit Kopf, finanzielle Freiheit durch logisches und langfristiges Denken. Mein Name ist immer noch Kolja Barkon. Ja, und an diesem Tag geht es heute hier nicht um Aktien, sondern ein bisschen mehr um Arbeit, um wirtschaftliche Belange und auch um ein bisschen Physik. Ja, ich hatte zwar nicht Physik-Leistungskurs, aber ich glaube als drittes Prüfungsfach im Abi irgendwie so eine 3- oder so noch mehr eingehandelt. Schauen wir mal, ob wir damit noch was anfangen können. Was ist eigentlich passiert? Die SPD hat einen Beschluss gefasst auf dem Parteikonvent. Und zwar, dass es eine 25-Stunden-Arbeitswoche für alle in Deutschland geben soll. Und das ist ganz interessant, weil der Arbeitsminister Hubertus Heil, der ist eigentlich dagegen gewesen, doch war es dann irgendwie so, dass die meisten Delegierten wohl schon den Saal verlassen hatten und auf dem Weg nach Hause waren und dann von der Juso-Vorsitzenden Jessica Rosenthal dieser Beschluss zur Abstimmung gebracht wurde und tatsächlich dann dafür gestimmt wurde bei der SPD. Ja? Und zwar heißt es dort, dass man eben in Zukunft eine 25-Stunden-Arbeitswoche etablieren möchte bei vollem Lohnausgleich. Das bedeutet, du arbeitest dann nicht mehr 40 Stunden für den Arbeitgeber im Durchschnitt, sondern 25 Stunden, 15 Stunden weniger, nicht schlecht, aber kriegst genauso viel Gehalt, wie als würdest du 40 Stunden arbeiten. Interessant, oder? Und das Ganze auch noch bei vollem Personalausgleich, weil häufig ist es ja so, okay, 25 Stunden Arbeitswoche, wenn normalerweise 40 Stunden gearbeitet wird, könnte ja sein, dass die Arbeitgeber sagen, da bleibt ja eine Menge Arbeit dann liegen. Und dann sagt die SPD, na gut, dann müsst ihr eben mehr Personal einstellen, vor allem zum Beispiel durch Einwanderung, denn dann kann eben die Arbeit, die geleistet werden muss, eben auch weiter geleistet werden. Aber es darf nicht zu einer Arbeitsverdichtung kommen, ja, also nicht etwa, dass die Menschen mehr innerhalb dieser 25 Stunden leisten und arbeiten müssen, denn das würde ja mehr Stress und mehr Druck und so weiter erzeugen. Deswegen muss das Ganze eben auch ohne eine Arbeitsverdichtung stattfinden. So, jetzt schauen wir uns mal diesen Beschluss an in der Praxis. Ja, aktuell Energiekrise, hohe Inflation, drohender Wettbewerbsnachteil in Deutschland aufgrund immer höherer Produktionskosten für die Unternehmen. Schauen wir uns diesen Beschluss an und schauen einfach mal, wie realistisch er ist. Und ich weiß, obwohl diese Partei eben eine Partei der Arbeiterklasse ist, oder zumindest gibt sie das vor, ist es in der heutigen Zeit des Internets, ja, Informationszeitalter, Homeoffice, Dienstleistungszeitalter und so weiter, gar nicht mehr so einfach zu verstehen und zu darzustellen, was ist überhaupt Arbeit. Deswegen gehen wir hier erstmal ein paar Schritte zurück wieder und nehmen uns ein ganz einfaches Beispiel, um zu erklären, was ist überhaupt eigentlich Arbeit und wie kann ich eigentlich die Produktivität erhöhen. Da gibt es nämlich eigentlich nur 3 Möglichkeiten, wie ich das tun kann. Wenn ich insgesamt mehr leisten möchte, mehr leisten bedeutet am Ende auch mehr Wirtschaftswachstum, mehr Wohlstand, ein größerer Kuchen, der dann auch wieder verteilt werden kann. Ja? Und deswegen, wir brechen es ganz einfach runter auf einen Mann mit einer Säge und seine simple Aufgabe besteht darin, hier Bäume zu sägen. Okay? Es gibt nur 3 Möglichkeiten, wie er mehr leisten kann. So, ihr könntet ja gerne mal unten in die Kommentare schreiben und natürlich auch parallel dazu schon das Video hier für diese Zeichnung gerne liken. Ansonsten schreibe ich es jetzt natürlich hier mit dazu, denn er könnte natürlich als allererstes länger, also mehr arbeiten. Vollkommen klar, oder? Wenn er jetzt zum Beispiel sagt, okay, ich habe diese Woche nur 10 Bäume umgesägt, ich könnte ja einfach nächste Woche immer abends eine Stunde noch mehr dranhängen, ja, dann würde ich automatisch ein bisschen mehr Bäume fällen. Dann hätte ich mehr geleistet und alles wäre top.
Aber die SPD sagt ja, nein, genau das Gegenteil muss der Fall sein. Statt 40 Stunden zu arbeiten und Bäume zu sägen, werden wir jetzt nur noch 25 Stunden arbeiten. Das bedeutet, hier können wir die Leistung erstmal über ein Mehr an Arbeit nicht erhöhen. Das fällt schon mal komplett flach. Jetzt gibt es noch eine zweite Möglichkeit. Vor allem, wenn jetzt der Arbeitgeber hier sitzt, das ist hier der AG oder die Aktiengesellschaft, wie ihr wollt, ja, so. Und die sagen jetzt, okay, 25 Stunden arbeiten darf er nur noch jetzt pro Woche. Ja, ist natürlich blöd für uns, weil wir müssen ja natürlich eine gewisse Menge an Holz und so weiter hier produzieren, sonst ist das Ganze nicht mehr profitabel für uns und müssen die Fabrik schließen, ja. Also, naja, okay, Junge, tut uns leid, du musst jetzt leider einfach schneller arbeiten in Zukunft, ja, damit du eben die gleiche Menge an Bäumen fällen kannst in 25 Stunden. Ja. Wir geben dir ein bisschen Proteinpulver, eine kleine Kreatinkur zwischendurch, dann läuft das Ganze und du wirst es schon schaffen. Aber auch hier, ja, falsch gedacht, die SPD spielt damit nicht mit und sagt hier, ohne Arbeitsverdichtung, das ist nicht erlaubt. Ja, also da wird dann jemand wahrscheinlich irgendwie daneben stehen und genau gucken, dass dieser Mann hier auf keinen Fall zu hart arbeitet. Ja, deswegen gibt es nur eine einzige letzte Möglichkeit, die hier bleibt. Und zwar ist das natürlich die Säge hier. Ich kann natürlich die Säge hier ersetzen durch innovative Technik, durch Forschung, durch Entwicklung, durch eine Motorsäge oder durch sogar eine automatische Maschine. Habe ich früher beim Gassi im Grunewald manchmal gesehen, so eine riesige Maschine, die die Bäume so ausreißt, gleich irgendwie mit so einer anderen Säge noch irgendwie die ganzen Äste entfernt und zack, zack, kommt am Ende, am anderen Ende so ein fertig abgesägter, schöner Baumstamm, der direkt in den LKW geladen werden kann, rein, ja. Also das wäre die sozusagen letzte Möglichkeit, Innovation, und durch diese Innovation einfach die Arbeit effizienter machen und dadurch höhere Produktivität. So, und genau das, ja, ist jetzt die Lösung, die die SPD parat hat, weil die sagt ja, dass durch die ganze Technologisierung und so weiter eben und die Produktivitätssteigerung dadurch dieses weniger an Arbeitsstunden mehr als ausgeglichen werden kann. Ja? Bevor wir das uns anschauen, müssen wir nochmal festhalten, Arbeit ist Kraft mal Weg, mal zurückgelegter Weg. Ja? Und die Leistung am Ende des Tages, P, ist die Arbeit, die ich pro Zeiteinheit leiste. Wenn ich jetzt sage, es ist weniger Zeit zur Verfügung, es ist weniger Zeit da, dann muss ich logischerweise hier die Arbeitsleistung erhöhen, um dieselbe Leistung zu haben. Also ich muss die Arbeit einfach erhöhen, um dieselbe Leistung zu erzielen. Anders geht es physikalisch nicht. Ja? So, und ob jetzt das aber durch Muskelkraft oder durch technologischen Fortschritt passiert, ist ja eigentlich egal, weil am Ende des Tages geht es immer um die Produkte und Dienstleistungen, die insgesamt hergestellt werden. Und wenn jetzt irgendwelche Aliens beispielsweise kommen würden und uns Maschinen schenken würden, die alle Produkte und Dienstleistungen, die wir bräuchten, automatisiert herstellen mit ganz wenig Rohstoffen, dann ist es egal. Ja? Das heißt, wie es eigentlich zustande kommt, ob durch mehr Muskelkraft, durch längere Arbeit, durch sozusagen mehr Effizienz, durch Technologie und so weiter, ist eigentlich erstmal egal. Ja, natürlich ist es besser, wenn man mehr und mehr Innovation hat und weniger Muskelkraft aufwenden muss für die Arbeit. Obwohl natürlich irgendwann ist es dann nicht mehr so gut. Dann müssen wir alle in Fitnessstudios rennen und uns darüber wieder fit halten, weil sonst werden wir alle fett und krank. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Die Frage ist aber, wie viel müsste denn die Produktivität jetzt steigen, damit dieser Beschluss realistisch wäre? Nun ja, schauen wir mal hier. 40-Stunden-Woche auf eine 25-Stunden-Woche bedeutet erstmal 40% weniger würde halt in Deutschland erstmal gearbeitet werden. So, und das bedeutet, das kennen wir alle noch von unseren Aktien. Wisst ihr das noch? Ich meine, die aktuelle Zeit ist ja das beste Beispiel. Wenn eure Aktie 40% fällt, könnt ihr mal mit dem Taschenrechner ausrechnen, ja, wenn sie dann wieder um 40% steigt, ob es dann ausreicht, um Break-Even zu sein. Nein, das reicht leider nicht. Das heißt, die Produktivitätssteigerung müsste rein rechnerisch über 60% betragen, um das hier alles auszugleichen und irgendeine Art und Weise finanzierbar zu sein.
zu machen. Und das würde noch nicht bedeuten, dass man tatsächlich auch dann in Zukunft mehr verdienen könnte, weil du kannst ja einen Kuchen nicht gleichzeitig haben und essen. Du kannst es nur einmal verteilen. Das heißt, du könntest dann sagen, okay, ihr könnt dann weniger arbeiten. Das würde sozusagen damit dann finanziert werden, aber du könntest dann eben keine Gehaltssteigerung mehr ständig noch bekommen. Ja, dann müsstest du die Produktivität natürlich noch mehr irgendwie steigern. Ja, weil ein Stück Kuchen, ein Stück Pizza, egal was, kann immer nur einmal verteilt werden. Wenn es dann aufgegessen ist, dann war es das. So. Und jetzt schauen wir uns mal an, okay, wie hoch war denn die Produktivitätssteigerung so in den letzten Jahren? Und wenn man sich da so ein paar Statistiken und so weiter anschaut, dann sieht man ja, so in den 90er, 2000er Jahren, da waren wir noch so ungefähr bei 2% pro Jahr. Lag auch unter anderem daran, dass die neuen Bundesländer nach der Wende eben auch aufgeholt haben und so weiter. Aber die Produktivitätssteigerung in Deutschland in den letzten Jahren immer lag ungefähr so bei so 0,6% im Jahr. 0,6%. Und das würde bedeuten, dass das natürlich Jahrzehnte dauern würde. Jahrzehnte über Jahrzehnte über Jahrzehnte, bis man hier irgendwie tatsächlich realistisch anfangen könnte, auf eine 25-Stunden-Woche zu gehen. Man könnte natürlich einfach sagen, okay, wir machen das einfach graduell, also irgendwie jedes Jahr ein paar Minuten weniger arbeiten oder sozusagen jedes Jahr irgendwie 2 Stunden weniger arbeiten, bis wir irgendwann zu diesem Ziel kommen. Aber es wird natürlich Jahrzehnte dauern, um hier diesen Beschluss umzusetzen. Wenn man jetzt versuchen würde, das irgendwie schnell durchzudrücken, müsste man natürlich damit rechnen, dass die Probleme, die wir jetzt aktuell in Deutschland schon haben, natürlich noch mehr erhöht werden. Ich meine, schauen wir uns doch als erstes mal die Unternehmen an. Da kommt nächste Woche übrigens ein Video hier auf Aktien mit Kopf. Viele Unternehmen, gerade auch mittelständische und kleine Unternehmen, produzieren immer häufiger im osteuropäischen Ausland, also in Rumänien, in Bulgarien, in Ungarn und so weiter. Warum? Günstige Bedingungen, weniger Regulierungen, günstige Produktionskosten, niedrigere Steuern. Aber es sind nicht nur die kleinen Mittelständler, es sind auch BASF, es ist auch Airbus, es sind auch die großen, auch Linde beispielsweise. Linde ist ja mittlerweile sowieso kein deutsches Unternehmen mehr, sondern damals durch die Fusion mit Praxair eigentlich zu einem US-Unternehmen geworden. Der Sitz ist in Irland und das Management ist ein US-Management. Das heißt, bei Linde ist das einzig Deutsche eigentlich noch jetzt mittlerweile der Name. Als nächstes möchte man noch ein Delisting in Frankfurt machen. Ja? Das heißt, auch große Unternehmen suchen immer mehr Möglichkeiten, wie sie halt anderswo besser wachsen können, wo die Standortkosten einfach nicht so hoch sind. Das heißt, du wirst natürlich eher durch solche Beschlüsse, die du umsetzen willst, dazu führen, also das wird eher dafür sorgen, dass die Produktivität gerade in Deutschland nicht mehr steigt, sondern eher wieder sinkt, weil die Unternehmen dann wieder lieber irgendwo in anderen Orten, wo man eben mehr arbeiten kann, noch investieren und wo die Produktionskosten eben nicht künstlich immer höher und höher gerechnet werden durch solche Beschlüsse. Der nächste Punkt ist natürlich auch bei der Einwanderung und Auswanderung zu sehen. Ja, ist natürlich in Deutschland immer ein ganz, ganz, ganz brenzliges Thema. Aber was die Einwanderung von hochqualifizierten Personal angeht, da ist es aktuell eher so, dass sich das Ausland sehr stark über hochqualifizierte deutsche Arbeitskräfte freut, die in den USA, in der Schweiz oder in Australien beispielsweise sehr gerne gesehen werden, ob als Ärzte, als Ingenieure und so weiter. Und auf der anderen Seite, das steht unter anderem auch hier in diesen sehr gut beschriebenen Artikeln, haben wir eher das Problem, dass die Menschen, die eben nach Deutschland einwandern, vom Qualifikationsniveau unter dem Durchschnitt der Menschen sind, die bereits in Deutschland leben. Und das bedeutet, dass das natürlich auch keine einzige Lösung sein kann, wenn eben die meisten Menschen, die erstmal nach Deutschland einwandern, erstmal eine Menge an
wie soll ich sagen, an Vermögen erstmal verschlingen, um sie dann zu integrieren und so weiter, bevor sie einen Nettobeitrag leisten können. Weil nur die Sozialabgaben und so weiter, die man in einer gering qualifizierten Stelle erstmal leistet, die bringen noch nichts, weil das eh quersubventioniert wird über die Menschen, die mehr verdienen. Da musst du schon zum Netto-Steuerzahler werden, damit du auch eben tatsächlich einen Beitrag hier leistest. Und da kann die SPD noch so an die Decke springen und sagen, bla bla bla, das ist jetzt schon wieder rechtes Gedankengut oder so. Nein, das ist simple, einfache Mathematik. Ja? Und der letzte Punkt ist natürlich der demografische Wandel. Die Babyboomer-Generation, die jetzt nach und nach in Rente gehen und die dann eben, also spätestens so 2030, 31, 32 ist es dann soweit. Das bedeutet, wir haben ja eigentlich dann noch mehr Leute, die in Rente gegangen sind und noch weniger Leute, die sozusagen noch arbeiten. Und die sollen dann jetzt noch mit 25 Stunden Arbeitswoche bei sowieso einer niedrigen Produktivitätssteigerung, bei all den ganzen anderen Problemen, die wir sowieso schon haben, ja, die sollen jetzt also dann auch noch für die Rente und so weiter sorgen und das ganze System sozusagen weiterfinanzieren mit 25 Arbeitsstunden pro Woche. Na, herzlichen Glückwunsch. Also ich hoffe nur, dass es da irgendwie so einen Restverstand gibt in der Partei oder dass der Kanzler Scholz da hier vielleicht nochmal so einen kleinen Buster irgendwo zwischendurch raushaut und sagt, das können wir leider so nicht umsetzen. An Glaubwürdigkeit hat die SPD insgesamt durch diese Aktion jedenfalls nicht unbedingt zugelegt und ich kann nur davon dringend abraten, dass man sowas eben auch unterstützt, weil ich meine, wie sehr will man das Land eben wirtschaftlich vor die Wand fahren? Da kann man nur sagen, herzlichen Glückwunsch. Durch solche Beschlüsse kann man das natürlich sehr viel schneller als noch von den größten Pessimisten angenommen. In diesem Sinne, versucht selber das Beste für euch rauszuholen. Wählt vernünftig, kann ich nur sagen. Wählt wirklich nach wirtschaftlicher Vernunft. Mehr kann ich hier auch nicht beitragen, Leute, weil sonst ist halt wirklich das Wochenende auch gelaufen. Also, wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao, ciao.